Kororion erreichte das Anwesen des Lunastres, als die Hochzeitszeremonie bereits im vollen Gange war. Er hatte gehofft, sein Besuch würde ihm eine Auszeit. Er hatte gehofft, sein Besuch würde ihm eine Auszeit von seinen quälenden Albtraumgedanken und seiner vergeblichen Suche nach den Dracheninseln bieten, sowie die Gelegenheit, gesehen zu werden. Immerhin verdiente er es, hier zu sein und sich unter der Creme de la Creme Azeroths blicken zu lassen. Besonders, wenn er eines Tages zum Aspekt des schwarzen Drachenschwarms werden würde. Momentan waren alle Augen auf die Hochzeitszeremonie gerichtet. Mit seinen scharfen Drachenaugen konnte Furorion die anhaltende Magie der Kuppel sehen, die einst Suramar umhüllt hatte. Ihre schwache Wölbung und das teufelsversehrte Gebiet, das sich tapfer in Schach gehalten hatte, zeugten von den schweren Prüfungen der Nachtgeborenen. Furorion richtete seine Aufmerksamkeit auf Lady Liadrin, die feuerhaarige Anführerin der Blutritter, die die Zeremonie für Talysra und Lord Mar leitete. Furorion musste zugeben, dass das Liebespaar, das vor ihm stand, hinreißend war. Lord Mar war fast nicht wiederzuerkennen. Furorion hatte ihn bisher nur in Rüstung und mit ernster Miene gesehen. In Anbetracht der Geschichte seines Volks konnte ihm Furorion keines von beiden verdenken. Jetzt war der Anführer der Blutelfen in bunte, wallende Stoffe gehüllt und lächelte sanft. Der Krieger in ihm war dem Liebenden gewichen. Zwar grinste Lord Mar keinesfalls überschwänglich, doch waren seine Gesichtszüge dennoch sanfter und leuchteten vor innerer Freude. Talysra machte keine Anstalten, ihre Fröhlichkeit zu verbergen, und der Lächeln war breit und frei. Warum auch nicht, dachte Furorion. Der ganze Ort erstrahlte vor zahlreichen Besuchern aus nah und fern. Neben der Braut standen ihre Berater und ehemaligen Kampfgefährten der Rebellion der Nachtsüchtigen. Furorion erkannte Arkanistin Valtreus, Lilith Lunastre sowie Sylgrin und seine Eule Karl, Therons engster Freund, Waldläufer-General Halduron Wolkenglanz grinste, während Großmagister Romat eine Robe und ein seltenes Lächeln trug. Unter den restlichen Besuchern trat die Vielfalt noch deutlicher hervor. Thrall, ehemaliger Anführer der Horde und nun Mitglied des Rates der Horde, hatte seine Familie mitgebracht, seine Frau Akralan und ihre beiden Kinder Durak und Rese. Die Kleinen schienen Furorion wohlerzogen zu sein, obwohl er sehr wenig über Kinder wusste. Nun, im Grunde wusste er gar nichts und hatte nicht vor, jetzt damit anzufangen. Er betrachtete Königin Talanji, die aus Zandala angereist war und mit Sekan einen weiteren jungen Gast mitgebracht hatte. Rokan, der Anführer der Dunkelsperrtrolle, stand neben ihm. Oberhäuptling Bane Bluthof war mit Myla Hochberg gekommen, wie Furorion mit einem verschmitzten Grinsen feststellte. Lilian Voss begleitete Kalia Minitil, die ehemalige Prinzessin von Lordaeron, nun Teil des trostlosen Rats der Verlassenen. Neben ihr stand ihr Feldherr Derek Prachtmeer. Früher hatte Furorion versucht, Ezra zu beschützen, indem er Horde und Allianz gegeneinander aufwiegelte, um zu entscheiden, welche Fraktion stärker war. Jetzt verstand er, dass das Schicksal der Welt nicht von Eroberung, sondern von Zusammenarbeit abhing. Während er seinen Blick über die gebannte Menge schweifen ließ, war er stolz auf die Horde, auf Lord Mar und Talysra, da sie die Allianz eingeladen hatten. Und er respektierte die Mitglieder der Allianz, die ihre Einladung angenommen hatten. Von Kommandant Tyralion, Lord Regent von Stormwind und Beschützer der Allianz, seiner Gefährtin Alleria und ihrem Halbelfensohn Arathor, zu Matthias Shaw, der den Anführer der Allianz bei dieser Hochzeit der Horde zweifellos gut im Auge behielt. Anduin, König von Stormwind, der dieser Rolle in den letzten Jahren ferngeblieben war, hatte immer daran geglaubt, dass beständiger Frieden zwischen beiden Fraktionen möglich sei. Er hatte auf dieses Ziel mit einer stillen Beharrlichkeit hingearbeitet, die Furorion bewunderte. Nach dem Vierten Krieg wurde Anduins Hoffnung zu einer zaghaften Realität, während Furorions Hoffnung ihn nun in der verzerrten Form seines dunklen Traumes heimsuchte. Lord Mars Stimme unterbrach Furorions Grübelei. Er las sein Gelübde vor in Form eines Gedichts.
Meine geliebte Talisra, die Gabe der Trauer ist der Segen der Freude. Die Gabe der Last ist ihre Befreiung. Die Gabe des Sturms ist der klare Himmel. Von diesem Moment an gelobe ich, in Trauer und Freude an eurer Seite zu sein. Ich gelobe, eure Lasten zu teilen. Ich gelobe, den Sturm mit euch zu überstehen und mit ganzem Herzen das Leuchten der Sterne zu erfassen. Furorion hatte nicht gedacht, dass ein derart überfüllter Ort so still sein konnte. Talisras Tränen glitten wie flüssige Kristalle über ihre lavendelfarbenen Wangen, als sie die Hände ihres zukünftigen Ehemannes umfasste und mit gefühlvoller, doch klarer Stimme sprach. Lortemar, mein Herz, die vergangenen Jahre hallen von einem Bedauern wider, das ich bis zu diesem Moment nicht verstanden hatte. Ich wusste nicht, wie groß meine Sehnsucht war, bis ihr sie stillen konntet. Meine Welt besteht aus leuchtenden Farben, einer Palette aus wahr gewordenen Träumen. Lass uns mit Wort und Tat, mit Verstand, Körper und Herz diese neue Existenz gestalten, in der wir beide eins sind. Jetzt und für immer, und darüber hinaus werde ich euch lieben. Die Poesie ihrer Gelübde hätte Furorion nicht überraschen sollen. Schließlich hatte sie ihre Liebe besiegelt und würde immer die Sprache ihrer Herzen sein. Sein eigenes Herz schmerzte plötzlich sonderbar und er rieb seine Brust in der Hoffnung, den Schmerz wieder vertreiben zu können. Vor allen, die hier versammelt sind und vor dem heiligen Licht, sprach Lady Liandrin, bekräftige ich mit diesen Worten, Talisra und Lortemar haben ihr Leben, ihr Schicksal und ihre Herzen miteinander verbunden. Sie grinste, möge die Liebe und das Licht auf ewig auf euch beiden scheinen. Dann hob Lortemar seinen Kopf und Talisra senkte den ihren. Als sich ihre Lippen berührten und sie einander umarmten, erhoben sich Jubel, Applaus und dröhnende Rufe. Furorion wollte dem Brautpaar gratulieren und sich verabschieden, aber sie waren noch nicht einmal die Stufen der Estrade heruntergestiegen, als sich die Gäste um sie scharten. Er verdrehte die Augen. Ich würde umherspazieren, bis das glückliche Paar weniger belagert wird. Wieder einmal blieb seine Anwesenheit nicht unbemerkt, als er mit stolzer Brust und erhobenem Haupt durch die Menge schritt, wie es sich für einen zukünftigen Aspekt gehörte. Die ehrfürchtigen und bewundernden Blicke erfreuten ihn, linderten den Schmerz in seiner Brust und erfüllten seine Schritte mit ihrem gewohnten Selbstvertrauen. Er war auf einer Reise der Selbstfindung praktisch durch ganz Azeroth gewandert, hatte die Welt studiert und so viel wie möglich über ihre Bewohner erfahren. Er hatte an der Seite der größten Helden der Welt gekämpft, sogar gegen seinesgleichen, um Azeroth zu beschützen. Er hatte sicherlich genug getan, um zu beweisen, dass er Todesschwinge in keiner Weise glich. Er überraschte sich selbst damit, in die fröhliche Stimmung hineingezogen zu werden. Als er einen belebten Schankbereich erreichte, fühlte er sich mehr wie er selbst. Dort würde er nicht nur ein Getränk genießen, sondern vielleicht auch etwas Interessantes erfahren können. Irgendetwas sagte ihm, dass dies ein erfolgreiches Unterfangen sein würde. Was sagten die Goblins noch gleich? Jackpot.